Moin Leute und herzlich willkommen beim kleinen Video von mir, dem Schlosskonflikt bzw. das Killer-LPM. Dabei ist auch der Dominik. Guten Abend. Und ja, ich freue mich so und es tut mir leid, heute kommt kein Weekly-Update bzw. ich lade es am Mittwoch hoch und dann werdet ihr schon bemerkt haben, dass am Sonntag kein Weekly-Update kam. Aber ich hatte einfach keine Zeit und ich muss dieses Video aufnehmen und wie ihr seht, ich habe den Mino. Wir fordern ihn direkt erstmal ein. Und nochmal 80.000 Ruhmpunkte können wir auch nochmal schnell fordern. Dann nochmal Level 5 Talenttruhe können wir auch nochmal fordern. Dann Talentinsignen 2 Stück können wir auch noch fordern. Nochmal 2, nochmal 2, nochmal 30 Edelsteine. Bei der Level 5 Truhe auch was Nützliches rauskommt. Sowas wie ein 5er Equipment für Mino. Oder kriegst du gut, je nachdem. Jetzt gucken wir erstmal, was mein Mino drauf hat. Mino, was kannst du? Er hat einen einer Steinhaut. Okay, dann so. Und ja, ich habe mir schon ein bisschen vorgestellt, was ich mit ihm mache. Und ihr seht, er ist auf 7. Boom. Erstmal Body Slam auf 7 gemacht. Na. Und ja, ich habe mir vorgestellt, dass ich hier einen Helden hier auch noch opfere. Ich hatte den, glaube ich, auch schon irgendwie hier weggemacht, dass man den opfern kann. Warum jetzt so viele opferbar sind, weiß ich nicht. Aber das ist ja jetzt auch nicht so schlimm. Alter, ihr wisst gar nicht, wie ich mich freue. Ich freue mich gerade so richtig, so richtig. Ich liebe den Mino einfach und ja, seid mir nicht böse, aber ich liebe ihn einfach und ich muss aufpassen, dass ich hier nicht rumschreie vor Glück, weil das wird bestimmt passieren. Und ja, jetzt haben wir ihn schon mal auf hier 80. Okay. Jetzt haben wir ihn auf 100. Oh je, das wird krass. Zack. Machst du das Übertragung an? Stimmt, das könnte ich ja auch mal kurz machen. Moment, dann mache ich kurz die Aufnahmen aus, weil ihr sonst gleich nichts seht. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, hier sind wir wieder. Und ja, jetzt können wir ihn endlich auf 120 packen. Bumm. Upgraden. Jetzt hauen wir hier noch ein bisschen was rein. Komm, machen wir hier noch auf 140. Leider können wir ihn jetzt gerade nicht upgraden, aber bisschen Gold. Genau, und ich würde sagen, wir hauen hier noch mal ein paar Plätze frei. Es sind zwar noch einige frei, aber wir werden wohl noch einiges dazu bekommen. Deswegen will ich ein bisschen Freiraum haben. Und wir werden jetzt so ungefähr 60.000 Gems verrollen, sodass 30.000 übrig bleiben müssten. Und ja, fangen wir direkt an mit einem Dreier-Roll. Fängt ja wieder geil an. Nochmal. Du entscheidest, 1 oder 3? 3, 1, 3, 1. 3, 1, 3, 1. Du bringst mir Unglück. Nee, noch können wir rollen. Ich hab eine Hafen-Stream bekommen. Komm schon. Irgendwas Schönes. Gib mir irgendwas Schönes. Da war was Rotes, ein Atlantikor. Ja, das habe ich auch gesehen. Aber das erste habe ich nicht gesehen. Da, wir haben jetzt schon einige Gems verzischt und. Eine Pixie. Okay. Wir haben eine Pixie, ein Atlantikor und ein Champion. Und ziemlich viel Futter. Es ist alles ein bisschen traurig gerade. Die Gems gehen mir ein bisschen zu schnell weg. Ich glaube, wir machen jetzt ein bisschen langsamer. Kein Speedrun mehr. Weil sonst verliere ich meine Gems einfach viel zu schnell und die habe ich lange gesammelt, das will ich lange genießen. Free to play, ne? Ja, alles free to play, auch Mino free to play. Bald kriege ich auch free to play Destroyer. Alles natürlich free to play. Das ist nur durchs Videos gucken, Leute. Genau. Die wissen bei Schlosskonflikt schon alle so, ja. Ich heiße Schlosskonflikt auf YouTube, komm, da hauen wir dem
weil er Free-to-Play ist, einfach mal schnell ein Mino rein. Kann er ruhig haben, ist ja nicht übertrieben. Nein, und der Destroyer sowieso gar nicht. Genau, der auch überhaupt nicht. Den bekomme ich übermorgen dann auch geschenkt. Klar. Wisst ihr Bescheid. Dann guckst du nochmal fünf Videos, dass wieder 50k hängt. Jo. Obwohl, ich glaube, wir sollten das lassen, weil nachher tut dich irgendeiner so blöd und glaubt das noch. Ein Kristallschlamm. Jetzt sagen wir erstmal, was ich haben möchte. Ich hätte gerne entweder einen Golem oder einen Piraten. Den hätte ich auch gerne. Den Schädelkrieger, den hätte ich natürlich auch super gerne. Den sowieso, der ist OP, Alter. Und ansonsten wüsste aber ich gar nicht wen. Valentina vielleicht, aber der ist auch nicht so die ist ja auch nicht so mega wichtig. Ich habe ja meinen Eros und das passt ja. Und die restlichen Tests wolltest du für Talente herausballern, ne? Genau. Oh, hier mein Mino. Jetzt mal angenommen, du bekommst ein SK. Für was bist du denn? Für einen kritischen Treffer oder eher für einen Lebensentzug? Bin ich ziemlich für. Ich würde sagen, wir opfern die jetzt schon wieder. Also verkaufen die, weil dann mehr Zeit vorbeigeht und ich meine Edelsteine dann noch länger zur Verfügung habe. Und ich sehe das immer so, wenn am Anfang nur blau kommt, kommt am Ende nur lila. Hoffe ich. Ich will jetzt sehen, ob du das Glück hast. Och komm, das ist abnormal. Wenigstens Galad-Champion. Ja? Noch ein Galad. Immerhin. Nemo. Oh. Wir machen jetzt immer, wenn ich einen lila Champion bekomme, muss ich hier in den Altar gehen. Beziehungsweise ein Galad, wenn, ja, hauen wir auch raus, würde ich sagen. Obwohl, Galad würde ich jetzt nicht unbedingt immer eine Pause machen, weil sonst hast du das Video nachher 3 Stunden lang und dann sind wir immer noch bei 60k-Games. Wie viele hatten wir am Anfang? 90, ne? 91.600, noch was. Wir haben schon 20.000 weggehauen. Und das Ergebnis ist, naja, sagen wir, es kann besser sein. Auf jeden Fall. Das nochmal mit, es könnte besser sein. Ein Engel. Mhm. Danke, AGG. Auf meinem zweiten Account habe ich auch SK gezogen. 2 Grüne, das ist natürlich auch immer was Schönes. Ja, ich glaube, wir lassen das mit den 3er-Rolls, sonst kommen da wirklich nur noch Grüne. Ja, ich mache jetzt nur noch 1er-Rolls. Peiner, Werwolf, Zyklop, noch ein Zyklop, Assassine, komm, 3er-Roll, 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 3er-Roll. Das ist doch total. Wollen die mich eigentlich verarschen? Anscheinend schon. Ich reg mich da nicht auf. Vielleicht bekomme ich ja am Ende, dann habe ich nur noch so ganz wenig Gems und dann bekomme ich auf einmal alle gezogen. Kann ja sein, ne? Bekommst du in einem 3er-Roll SK, Weißbart, Golem. Ja, kriege ich alle zusammen, ohne Probleme. In einem 3er-Roll. Jo. Standardmäßig, mache ich auch jeden Tag. Ich habe SK auch schon 5-mal evolviert. Ja, ich freue mich halt einfach jetzt darüber, dass ich den Dingens habe, den Mino. Selbst wenn ich jetzt nichts Neues. Ich weiß, was wir jetzt machen. Weil ich so eine Glückssträhne gerade habe, würde ich sagen, machen wir ein paar Events, ne? Ja, was willst du denn als erstes? Uncover with Freshes oder Glücks? Wir können doch sowieso. Warte, eigentlich müsste ich doch hier was bekommen haben: Postkasten. Super Valentins-Paket, Super Valentins. Oh, 20 Reroll-Karten. Dafür beneide ich dich, ne? Alter, das wird richtig geil. Willst du dann die legendären Heldenkarten am Ende oder am Anfang gleich machen? Die machen wir gleich noch. Glückseimeister. Wir haben ja ein paar Glückseier. Teilnehmen. Sollten wir zumindest haben. Bitte. 67 Versuche. Also wenn da kein Moltaniker rauskommt, ne, ich glaube, ich schmeiß mein Handy an die Wand. Ich weiß nicht, bin ich zu schnell? Weil ich klicke einfach immer hier drauf, keine Ahnung. 100 Orden. Ich klicke nochmal drauf. Okay, aber das lädt aber an dieser Stelle immer so lange. Das liegt, glaube ich, an den Glückseiern.
Und was wird's jetzt? 150 Edelsteine. Neuer Versuch auf dem SK. 150 Splitter. Den Gala. 150 Orden. Komm, gehen wir hier mal an die linke Seite. Nee, ich bin da rechts. Ist eigentlich schon ganz gut. Gut, bleiben wir rechts. Ich hätte gedacht, wenn da jetzt ein Multaniker rausgekommen wäre oder ein Arktifakt. 150 Splitter. Dann Splitter haben wir jetzt genug. 100 Edelsteine. Ach, komm schon, please. Einen von beiden will ich haben, bitte. Vulkanik oder Arktika, oder wie meinst du jetzt? Ja, vor allem, ich hätte so gerne einen Arktika. So gerne. Und selber Arktika, Schildkrieger, Weißbart. Ich habe so Valentina oft versucht, die zu bekommen. Ich habe eine Psy-Schild Rune 3 bekommen. Das ist, glaube ich, einer der Hauptgewinne, ne? Geil. Gib mir doch lieber einen Molter. Ich bleibe in der Mitte, weil ich da eben das Psy-Schild bekommen habe. 800 Ruhmpunkte. 150 Splitterchen. Ach komm schon. 700 Ruhmpunkte. Ja, was willst du erwarten? Du kennst doch die Chance auf den Moltanik da. Ja, und es gibt Leute, die haben... Ich hab Molter! Ich hab Molter! Gerade als du sagst, ich hab Molter bekommen! Du hast Moltaniker. Ich hab Molter! Du hast Moltaniker. Aber denk dann, dass du erstmal einen Platz in deinem Heldenaltar freimachst, nicht dass dein Molter nachher verschwindet, ne? Jo. Ich guck grad, welcher mein. Der kann weg. Du kannst weg. Du kannst weg. Tut mir leid, Bros, aber ihr seid nicht mehr erwünscht. Einen opfer ich jetzt mal in meinen Nino, der ja wieder hier weiter vorne ist. Alter, ich hab Molter! Ich hab Molter. Einen kann ich hier reinopfern. Boom. Wo ist mein Molter? Das habt ihr jetzt hoffentlich nicht gehört. Autsch. Moment, Leute, ich mache hier einen kleinen Cut mal wieder, weil ich gucken muss, was mit Domi los ist. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder und ich hoffe, mein Video wird jetzt deswegen nicht gesperrt. Egal, sehen wir uns gleich wieder. So, da melden wir uns zurück, wir haben es endlich geschafft und ich hoffe echt, mein Video wird deswegen nicht gesperrt wegen dem Lied. Hoffe ich jetzt einfach mal. Und ich habe einen Moltanika. Ach, dass du da rausgekattet. Aber das ist Moltanika, dann kann ich ja die Nacht durchsuchen und morgen ist Moltanika 160. Du darfst mit meinem Molter nicht spielen. Mein Schatz. Aber die haben scheiß Talente, das merke ich gerade. So, habe ich ihn erstmal auf 2 von 10 hochgehauen und ich würde mal sagen, ich guck mal, wer hier noch nicht hier zugeschlüsselt ist. Da war was. Der ist offen. Der ist wieder zu. Damit ich nicht hier meine guten Push-Helden versehentlich alle opfere. Habe ich heute irgendwas verpasst? Kann das sein? Warum? Weil der Boss immer noch lebt bei uns. Ah, jetzt ist er down. Nach 10 Minuten. Wie bin ich denn nach 20 Sekunden down? Nein, Alter, mein Moltanika ist noch im Opferungsding. Den habe ich noch nicht geschlüsselt. Ja, ich nenne das geschlüsselt. Ja, lasst mich. Er darf das, er ist YouTuber. Genau, ich darf das. YouTube-Money und so. Dann haben wir jetzt ihn auch auf 3 von 10, finde ich geil. Und einen Platz müssten wir jetzt frei haben, jo. Oh, geil. Können wir direkt weitermachen, Alter. Arktika, Digga, Arktika. Wünsch dir viel Glück. Noch ein Volta. Das wäre nice, dann hast du ihn direkt für Evo. Genau, den halte ich dann in meinem, also als Lager Karte. Aus. Oder? Nee, als Karte ist er, glaube ich, nicht so geil, oder? Ja, also würde ich aber für den zweiten Botaniker machen, falls du es noch bekommen solltest. Ja, aber falls ich den versehentlich mal opfere. Kennst mich, ja. Ja. Schwupps, wo war denn meine Harpyenkönigin auf einmal hin? Oh,
habe ich wohl versehentlich veropfert. Komm, in der Mitte. 100, 300 Edelsteine, das ist doch auch mal was Schönes. 150 Splitter, aber IGG mag mich dann doch. Die mögen, dass ich 300 Euro reingesteckt habe und ja, wollen mich dafür entlohnen. Finde ich gut. Ich meine natürlich, alles free to play und so. Mhm. Haben die mir alles geschenkt. Ich wollte gerade sagen, du hast auch gestern einen Brief bekommen, wo 300 Euro drin waren von IGG. Genau so, ja. Tu wenigstens so. Oh, noch eine Psy-Schildrune. 150 Splitter. Bist fertig in der Mitte? Am meisten Glück? Dann mach da weiter. Ich bleib jetzt in der Mitte. 100 Edelsteine. Jetzt geht das Glück wieder runter. 300 Edelsteine. Was? Das sieht auch schon besser aus. Edelsteine sind noch besser als Bronze. 100 Splitter. Komm, komm, Arktika, komm, komm, Bro, Arktika. 300 Edelsteine, gehen wir hier nochmal auf links. 150 Edelsteine, 100 Edelsteine. 150 Splitter. 100 Splitter. Ich bin jetzt splitterreich. 100 Edelsteine. Arktika! Digga! Arktika! Nice! GG, Alter, GG! Direkt beide Drachen. Besser kann's nicht sein. Das ist so nice. Digga! Soll ich da schon mal in den Chat schreiben? Schreib mal, ich hab Arktika und Molta gezogen. Nee, das muss ich. Nee, schreib du das. Ich bin ja hier gerade in der Aufnahme. Das geht gerade nicht. Oh, geil, Arktika, Leute. Arktika. Ich glaube, die hau ich jetzt alle erst. Ich habe kein Gold. Dann raide ich gleich dann im Stillen. Den natürlich. Alter, die haben alle Einser-Fähigkeiten. Das ist schon ein bisschen traurig. Aber ich habe jetzt einen Arktika und einen Moltaniker. Du hast ja noch 30.000 Gems plus 20 Reroll-Karten. Für Talente und eine Level 5er Talentbox. Aber ich mache das in zwei verschiedene Videos, weil ansonsten wird das bestimmt zu lange. Wir haben jetzt schon locker eine Viertelstunde. Eine Viertelstunde haben wir schon, ja. Aber wir haben ja noch 18 Versuche. Vielleicht kommt noch ein Schädelkrieger raus. Hoffentlich kein PD. Wenn du mir ein PD gibst, dann ist es mir eigentlich auch egal. Ich habe ja sowieso Moltanika und Arktika. Ich bin glücklich. Ich bin fast wunschlos glücklich. Das muss ich sagen. Also, ich glaub, hey, eine Level 5 Talenttruhe. Noch ein Hauptpreis. Geil. Ich glaube, wenn du jetzt noch einen Moltanika oder noch einen Arktika ziehst, ne, ich leg auf. Dann habe ich keinen Bock mehr. Dann bin ich eifersüchtig. Ein Schädelkrieger wäre jetzt noch echt was Schönes. Aber das wollen sie uns nicht gönnen. Das wollen sie uns nicht gönnen, oder wie? Jetzt, wo ihr uns schon sowieso zwei gegeben habt, könnt ihr mir doch auch noch den Schädelkrieger geben. Ach was, der wird gleich gerollt. Kürbisherzog. Ich wieder zu. Yay, Kürbisherzog, jetzt habe ich ihn 6-mal. Ich weiß nicht, ob ihr das mögt, aber ich bin irgendwie ein Mensch, der über sowas kein bisschen glücklich ist. Und es gibt Menschen, die haben kein PD. Und ich sag einfach, ach scheiße, mein 6. PD. Findet ihr das lustig? Oder findet ihr das eher scheiße? Würde mich interessieren. Noch ein Versuch und. Schädelkrieger. 100 Edelsteine. Schade. Ich habe ja auch schade. Zwei. Das reicht ja fürs erste Evo. Decke die Schätze auf, haben wir ja auch noch, ne? Magst du mir eben noch wieder ein Bild geben? Was ist? Magst du mir dann noch eben wieder ein Bild geben? Was für ein Bild? Übertragung. Ach so, die Bildschirmübertragung. Jo Leute, noch ein Cut. Gibt's ja gar nicht. Bis gleich. So, jetzt sind wir hier wieder nach 1000 Cuts. Warum ich nur 12 Chancen habe für
Ach so, für alle 2000 Edelsterne, die du im Spiel ausgibst. Also können wir am Ende nochmal ein bisschen aufdecken. Das merkst du dir bitte, weil ich vergesse sowas. Ich bin ein vergesslicher Mensch. Ich kenne dich. Das musst du mir nicht sagen. Was kann ich eigentlich gewinnen? Arktiker, Molter, Schädelkrieger. Schädelkrieger oder Todesritter. Die mag ich. Den Rest brauche ich nicht. Obwohl ein Flat wäre ganz schön für eine Evo. Ich wollte gerade sagen, hast du Flat schon doppelt? Nee, ne? Nö. Aber ich glaube, die 20.000 Splitter, die habe ich jetzt. Ja. Auf alle Fälle werden wir jetzt sehen, ne? Ja, Ruhmpunkte habe ich ja jetzt auch ordentlich welche. Mal ein paar Edelsteine. Und ich wette, bei den, weiß ich nicht, 35.000, die wir jetzt noch haben für Rollen, kommt uns auch nochmal ein Blatt vorbei. Nochmal ein bisschen Splitter. Ruhmpunkte. Dann kannst du ja morgen auch schon Welle AA1 streaken. Ja, ist eigentlich so. Ich habe keine Probleme mehr, ne? Ich habe ja, Molter, ja. Ich habe Arktika, ich habe den Minor. Ich habe eigentlich jetzt keine Probleme mehr mit den Gegnern, ne? Irgendwie. Also eher S und T, die raid ich dir nach. Den PD, der müsste jetzt als Karte hier drin sein. Ja, ist er auch. Perfekt. Ja. Hauptsache jetzt nicht den PD verkaufen. Das brauchst du sowieso nicht, wenn die 200 Splitter. Ja, Splitter habe ich ja jetzt sowieso eigentlich genug, ne? Ein bisschen was. Kannst du mal gucken, wie viele du jetzt hast. 3500, obwohl so viel ist das gar nicht. 3600 ungefähr. Ist gar nicht mal so viel. Trotzdem. Ich will ja nicht undankbar sein. Das klingt so undankbar. Okay, du kriegst noch 60.000 EP für, ne? Joa, ja gut, ne? Warte, wir können ja hier noch mal ein paar Meisterschleime holen. 4 Stück, geil. Können wir noch mal 3 rote holen. Dann mache ich meinen Arktika auch mal ein bisschen höher. Du kriegst 3 Schleime rein. Und wirst auch auf 4 gemacht. Bist du hier auf 4, das passt, und du wirst auch auf 4 gemacht, mein Bro. Zack, zack. Alter, das ist echt geil. Und ja, dann rollen wir noch ein bisschen. Und hoffen, dass noch ein SK vorbeikommt. Gallert. Also beim Rollen habe ich, so wie es aussieht, nicht so riesig viel Glück. Ein Arius. Das ist doch schön. Dann habe ich für seine Evo jetzt auch ihn nochmal. Wieder 20.000 Splitter gespart. Ja, ist so. So, und bisher habe ich noch keinen doppelt gezogen. Das ist doch schon mal schön. Du wolltest noch die linken Heldenkarten aufdecken. Stimmt. Bestimmt kriege ich jetzt nur die blöden Helden, weil ich die Heldenkarten nicht aufgemacht habe. Ich wette, da kriegst du jetzt noch ein PD raus. Wahrscheinlich. Zweimal öffnen und ich bekomme Ninja und Snowzilla. Snowzilla nehme ich gerne. Ninja kannst du behalten. Weil die habe ich auch noch nicht gerollt. Also eigentlich sieht es für mich heute ganz gut aus. Ich glaube, ich sollte es mit dem Dreier-Roll echt lassen. So irgendwie verleite ich mich jedes Mal dazu. Du kannst ja noch 10.000 Gems übrig lassen, die verroll ich danach. Ja, genau. Einfach weil du mich so gerne hast. Ja, natürlich. Und dann denken du dich gerade so, Alter, halt die Fresse, das sind meine. Das ist so ein Schädelkrieger, den opferst du erstmal direkt in irgendjemanden rein damit. Ja, Hauptsache er ist weg. Wenn ich keinen haben darf, dann du auch. Gleich so lautet deine Devise. Für alle. So ist deine Devise. Ja, Gleichberechtigung für alle. Ach ja, jetzt wo wir es sowieso haben, kann ich mir auch den letzten Arbeiter noch kaufen. Jetzt habe ich 5 Arbeiter. Ja, und einer arbeitet nicht. Diese faule Saudi. Vlad Dracula, geil! Ich sag ja, der wird sicherlich noch vorbeikommen bei den 30.000 Gems, die wir haben. Das ist wirklich gut. Jetzt habe ich echt, kann ich echt viele Evos machen. Ja, man sollte für alles vorbereitet sein, Leute.
Ja gut, aber noch fehlt dir die Ehre dafür, weil du ja auch immer noch die Evolutionsscheine brauchst, ne? Darfst du nicht auf Acht lassen. Atlantico und Santa Boom, beide in einem Roll. Nice. Vollen Santa, die Evo davon, die haut so dermaßen rein. Ja, ich weiß. Und den Atti haben wir jetzt sogar zweimal. Das ist doch auch schon mal schön. Schon mal ein Anfang für Evo 2. Galli. Hier ein bisschen so rollen. Dann hier nochmal ein Dreier. Nochmal. Nochmal. Ein Champion. Ja, nicht so schön, aber immerhin was Liedernes. Genau. Immer positiv sehen. Und Leute, man könnte sich jetzt beschweren. Ja, ich rolle nichts und nur Scheiße. Sollte man normalerweise auch, aber ich habe einen Molter und Arktika bekommen. Ich bin glücklicher as fuck, Alter. Ich freue mich gerade so ein bisschen für dich. Ja, ich freue mich auch für mich. Würde mich wundern, wenn nicht. Warte, wie viel Freiraum haben wir jetzt hier eigentlich? Okay, reicht eigentlich noch. Noch genug. Komm, jetzt gib mir ein SK. Das kann nicht sein. Atlantikor und Paladin, mein dritter Atlantikor. Und dein zweiter Paladin. Dafür, dass ich vorher bisher nur einen Atlantikor hatte, wollen die aber jetzt ganz schön auf mich zukommen, ne? Ey, aber siehst du, du brauchst nur noch einen Atlante und dann hast du Evo 2 locker. Ja, passt. So, also, was haben wir hier nochmal? Wie viele Games haben wir noch? Keine Ahnung. Guck ich später. 55k müssen wir noch haben, also 25 knapp für Helden. Wir haben 56 noch. Sag ich ja, in etwa 55. Jo. Aber hier, die Helden-Slots werden langsam echt knapp. Ach was, noch hast du die Games, dann kaufst du die halt nochmal 15, 35 Plätze da. Ja, nochmal für 20 Euro ein paar Tries. Also hätte ich Molter und Arktika nicht bekommen, hätte ich wahrscheinlich mir extra Tries gekauft. Hättest du? Ja, hätte ich. Könnte ich zwar jetzt immer noch, weil ich den Schädelkrieger echt gerne hätte oder den Piraten, aber... Ist halt so. Kann man nicht ändern. Hexenmeister! Wupp! Geil! Hab ich noch nicht. Alter, den Warlock jetzt auch noch, ey. Ich glaube es nicht. Den mache ich aber erst später auf. Ich muss erst mal gucken, wen ich opfern will und so. Ja, und ob du noch ein SK bekommst. Ja, dann bin ich wunschlos glücklich. Pinder, Werwolf, Kristallschlamm. Nix. Das ist ein Doppelpack. Zack, okay. Maximaler Heldenslot. Traurig. Wir haben keine Slots mehr. Ja, das heißt freikaufen, ne? Ja, würde ich auch mal sagen. Das ist ja das Schöne. Jetzt können wir einfach die Edelsteine rauswerfen. Und morgen wird wieder rumgeheult. Wir haben keine Plätze mehr und wir haben keine Gems. Ja, aber ich glaube, selbst am Ende will ich noch ungefähr so 1000 Gems übrig lassen. Auch nach den Talent-Rerollen. Einfach so insgesamt. Dass man vielleicht fürs Update nochmal die paar Edelsteine hat, wenn mal wieder ein neues kommt. Ach so, fürs Update dann, ja. Ich gucke gerade mal fürs Update oder zum Evolvieren. Braucht man Edelsteine zum Evolvieren? Nein, außer denn du hast noch keine 5 Millionen Lager, ne? Stimmt. Dann kannst du dir das restliche Gold ja so erkaufen mit Gem. Treen Tower, geil, habe ich auch noch nicht. Ist aber gar nicht so gut, meiner Meinung nach. Ja, aber ich habe ihn noch nicht. Ja, gut. Das ist und Schluss, im Mesa ist er eigentlich ganz cool. Wenn dein Team wegkrepiert oder so, oder du halt insgesamt in dem Mesa-Bereich welche wegkrepieren, hast du einfach was dagegen. Aber der Hexenmeister, der soll ja richtig geil sein, ne? Der soll abgehen, Evo. Ja. Kannst du gleich mal eben ein Bild von deinem Die glauben das in der Gruppe nicht, dass du Artefakt nur da bekommen hast. Ich muss jetzt erstmal das Video machen. Tut mir leid, du kannst sagen, in 10 Minuten oder so bestätige ich das mit einem Bild. Wird gemacht.
Hier Leute, hier ist nochmal die Bestätigung, Arktika, Molta, ihr seid vor den anderen dran. Ich habe eine Pixie gezogen. Nice. Direkter First Roll, Pixie haben wir jetzt auch zweimal. Ja, die haben wir jetzt leider auch zweimal. Aber Pixie ist mega nice für einen Dämon. Na komm schon, gib mir was Gutes. Ist ja nicht so, als hätte ich heute noch nichts Gutes bekommen. Nee. Komm, Dreier Rolls, bringt mir Glück. Ich mache wieder bei Einser Rolls weiter, das gibt's nicht. Druide, den hatten wir heute, glaube ich, noch nicht. Heute noch nicht, aber im Allgemeinen schon ein paar Mal öfters. Selten, dass mal ein Druide hier kommt. Den bekommt man ja auch nicht in der Login-Belohnung oder so. Nein. Daily Reward. Ihr solltet echt mein Gesicht sehen, Alter. Ich habe so ein richtig strahlendes Gesicht. Ich werde so gut schlafen können. Nein, Spaß, ich werde nicht schlafen. Ich werde die Nacht durchmachen. Ich wollte gerade sagen, ich werde jetzt erstmal die Nacht durchmachen und meine Helden durchleveln, Alter. Was ist los? Aber wenn ich einen Fünfer erquicken ziehe, haue ich das erstmal auf den Aries, ne? Ist, glaube ich, besser als Minor. Dein Eros hat schon einen Fünfer erquicken? Der hat, glaube ich, einen Vierer. Warte, ich guck mal. Ne, der hat einen Zweier Kriegsgott. Würde ich auf den Eros packen. Warum? Weil der Buff vom Eros ziemlich geil ist. Und du weißt doch, von der Ekriken auf den Eros ist das Beste. Gleich werden dich alle anschreien. Was auf Eros? Spinnst du? Von der Ekriken ist das Beste, was du auf Eros haben kannst. Wenn irgendjemand jetzt Smack hat, der hat dann keine Ahnung von PC Clash. Wir haben jetzt schon 34, wir nehmen jetzt schon eine halbe Stunde locker auf. Nicht schlecht. Gerade eben halbe Stunde, ja. Darf die ganzen Cuts ja nicht vergessen. Ja, not bad, not bad. Und das dann in zwei Teile mindestens, wenn nicht sogar drei. Nee, ich mach das in einem. Ich werde das wahrscheinlich heute über die Nacht schon mal hochladen lassen, aber auf privat und das dann am Mittwoch auf öffentlich stellen. Morgen früh um 5 Uhr hochladen. Genau. Oh, 1400 Splitter, das kommt natürlich auch schön. Und da sieht man mal, was bei sowas rumkommen kann, ne? Galad, Zyklop, Kristallschlamm. Ach komm, ja, gib mir was Schönes. Ja, ne? Gib mir mal was Schönes. Los, SK, traue dich. Orcsbane, komm, da kann man nicht meckern. Ich habe zwar einen, aber jetzt kann ich ihn auch evolutionieren. Ich würde sagen, Evo ist trotzdem drin, das ist doch nice. Und ich weiß, es heißt evolvieren, aber ich sag evolutionieren. Ich habe da ein bisschen damit gerungen, aber ich bleib bei evolutionieren. Das hört sich besser an. Finde ich. So, Kauf bestätigen. Zack. So, du kannst ja ein Bild von meiner Bildschirmübertragung machen. Natürlich vor. Dann kann ich dir meinen Heldenaltar gleich mal zeigen. Druide. So, jetzt mach mal hier ein Foto von Arktika und Moltanika. Nur für dich. Nur für dich. So, hab. Gut, perfekt, dann können wir weitermachen. Ganz weiter und ich send schon mal. Oh, keine Slots mehr. Stimmt, da war was. Die wollten wir, glaube ich, leer machen. So, jetzt haben wir auch schon den zweiten Druiden gezogen. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Normalerweise würde ich mir ja vorher ein Thema raussuchen. Ihr kennt mich ja. Aber das würde sowieso nichts werden, denn spätestens hätte Arktika so gebufft. Also spätestens, wenn irgendein geiler Held kommt, ist das sowieso wieder alles vergessen. Und dann kommt nur, wo waren wir jetzt? Ach, scheiße, wir machen die Kamera an. Ja, so ungefähr. Das Geile ist, ich könnte jetzt rumschreien. Der Einzige, der kommen würde, wären meine Eltern. Noch ein PD, geil. Ist ja nicht so, als wäre das jetzt mein 7. PD. Ach was, dann hast du einen 2. PD auf Evo 2.
weil ich das auch so dringend brauche. Ja, Mann. Wer braucht das nicht? Alter. Noch ein Champion, das ist schön. Noch ein Roll. Aries, das ist auch schön. Noch ein Roll. Noch ein Roll. Champion und noch ein Roll. Jetzt, wo es knapp wird an Edelsteinen, willst du mir geben, oder was? So, das war's jetzt. Jetzt haben wir nur noch 30.000 Edelsteine, aber ich vergesse es nicht. Wir können ja noch ein paar uns wieder dazu holen, wahrscheinlich. Eventuell. Du bist jetzt leise, was hast du getan? Nichts, nichts. Sei wieder laut. Hörst du? Immer noch leise. Verstehe ich nicht. Mach dir dein Mikro direkt vor den Mund. Besser? Ja, jetzt ist besser. Okay. Ja, Mikro direkt vor dem Mund, ne? Jetzt hört man dich zwar auch atmen, aber pff. Wir haben jetzt nochmal 20 Truhen. Nice. 100 Orden. Orden. Mich wundert, dass du daran gedacht hast. Ja? Mich wundert, dass du daran gedacht hast. Ja, mich wundert das auch, aber... Shit happens. Passiert. Aber es gibt keine Edelsteine. Komm, gib mir Edelsteine. 100 Edelsteine, geil. Mal hin. 100 Edelsteine. Haben wir schon mal einen Roll dazu bekommen, ne? Ja, mindestens. 200 Orden. Orden sind für mich eigentlich auch ganz okay. Geheimnisvolle Runentasche, Level 2. Das ist auch nice. 800 Ruhmpunkte. Da habe ich letztens einfach zwei Level 2er verlangsamen Runen rausbekommen. Nice. Aus einer Truhe, ne? Nicht schlecht. Nochmal hier 100 Edelsteine. Wir haben, können nochmal hier 100. Ein bisschen rollen. 200 ja. Orden. 100 Orden. 100 Orden. 100 Edelsteine. 100 Orden. Ich glaube, mit noch einem Arktiker oder Molta wird das nichts. Ach, noch was? 100 Orden. Ich meine, 30k Gems kommen gleich noch, ne? Geheimnisvolle Runentasche Level 2. Gut. Was haben wir denn noch? Ansonsten haben wir, glaube ich, alles, ne? Ja, hier haben wir alles. Ja, es fehlt halt noch der SK, ne? Und Gargoyle. So, jetzt habe ich auch die Edelsteine. Können wir noch hier einen Dreier-Roll machen. Schädelkrieger, Alter! Nice! Jetzt eskaliert es. Boots, Alter, Boots! Direkt noch ein Bild gemacht an die Gruppe, damit es jetzt richtig eskaliert. Alter, das hat sich jetzt richtig gelohnt. Ich hätte zwar gerne noch einen Pirat, aber trotzdem hat sich mal richtig gelohnt. Jetzt habe ich ja fast alle Helden, oder kann das sein? Also gut wie, jetzt wird aber noch Gargoyle und Weißbart. Und die Valentina. Die zwei coolsten fehlen mir, schade. Obwohl, Schädelkrieger ist am coolsten. Mach dir nichts draus, Schädelkrieger, du wirst gleich auch benutzt. Ja Leute, dann würde ich auch sagen, war's das mit dem Video. Die ganzen Gems, das waren bestimmt 60.000 Gems, ich glaube sogar 70.000. Also locker. Ich würde jetzt auf 70.000 Gems einfach mal drauf denken, dass das ungefähr so stimmen sollte. Und dann hoffe ich natürlich, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch einen Daumen oder ein Abo da. Falls ihr Verbesserungsvorschläge habt, könnt ihr diese auch gerne in die Kommentare schreiben. Ich lese sie immer. Und nein, ein 200.000 Gemroll kommt nicht. Ich glaube, ich habe mir auch vorgenommen, vielleicht es so zu machen, dass ich nicht doch mal Gems kaufe. Denn jetzt habe ich schon übertrieben. Ich wollte eigentlich nur bis Dingens gehen, bis hier, ihr wisst schon, mein Mino. Und wisst ihr Bescheid? Vielleicht fließt ja mal irgendwann was rein, wenn ich mal wieder was verdiene und wirklich das nicht mehr weiß, wo ich es reinstecken soll. Aber ich glaube, das passiert jetzt die nächste Zeit nicht mehr so oft, nur damit ihr das wisst. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao, Leute.